Ahoi People und Pipelinen und herzlich willkommen zu Virtual Rides 3. Jawohl. So, ja, wie ihr hier unschwer erkennen könnt, ja, oder so ähnlich, befinden wir uns heute am Crazy Spin. Das ist auch der Grund, warum ich heute verrückt durchdrehe. Naja, das ist nur eine blöde Ausrede. Ich drehe immer verrückt durch. Also von daher ist das völlig egal, wo wir sind. Ja, ihr seht vielleicht, ich habe gerade schon mal so ein bisschen eine farbliche Anpassung begonnen. Mir dann aber gedacht, nee, komm, für den Rest nehme ich euch einfach mit, weil dafür sind wir ja hier, ne? Detailanalyse vom Crazy Spin. Aber ihr wisst ja, die allererste Amtshandlung wird eine andere sein. Nämlich, wer weiß es? Wer, einmal aufzeigen, bitte. Ja, du da hinten rechts mit dem pinken T-Shirt. Richtig. Die erste Amtshandlung wird sein, wir gehen auf Anverpassigung und verpassen dem ganzen Ding einfach mal einen neuen Namen. Und soll ich euch was sagen? Ich kann zaubern. Wetten? 3, 2, 1, meins. Zack. Da ist auch schon der neue Name. Ha! Kickflip. Jawohl, warum Kickflip? Wenn ich das recht im Kopf habe, heißt das Ding im Planet Coaster Kickflip. Und irgendwie fand ich den Namen sehr passend. Deswegen habe ich mir gedacht, Dude, nehmen wir doch diesen Namen. Alrighty. Wir haben es wieder morgens um 8 Uhr. Das ist ja eine Standard Virtual Rides Beginning Time. Huch. Na, immer natzt er mich. Natürlich wollen wir das speichern. So. Den Kickflip kann man doch bestimmt auch mittags schon betreiben, oder? Machen wir mal Mittag hier. Fangen wir heute mal mittags an. Wir können ja im Laufe der Runde, ne, und in der Zwischenzeit tätig sagen. Hereinspaziert. Bei uns werden sie getreten und geflippt. Was? Oder so ähnlich. Getreten und geflippt. Natürlich. Ich flippe auch gleich aus hier. So, pass auf. Wir machen hier erstmal so Rotor. Hä? Achso, das ist wahrscheinlich diese Dinger hier. Ja, nee. Den können wir schön lassen. Ich wollte eigentlich schon zu den Gondeln übergehen, weil dieses Gelb und Bronze oder was das sein soll. Nee. Nee. Wie würde sich denn eine solche Variation machen? Ja. Aber das ist mir dann doch. Genau. Ja, so. So. Sitzschalen. Ja, das beißt sich dann jetzt natürlich, ne? Ne, die machen wir dann mal weiß. Tätig sagen. Farbe 2. Farbe 2 von was? Man weiß es nicht so genau. Nichts Genaues weiß man nicht. Okay. Deitas. Achso, das sind die Dinger, die da. Ne, die lassen wir ruhig schwarz. Das sind hier jene welche. Ich zeige sie euch kurz. Wenn wir on-right gehen, ich glaube bei 2. Ja, hier diese. Oder wir können ja mal gucken, wie das aussieht, wenn wir diese jene welche dann doch. Hä? Sind die das gar nicht?
Na gut. Dann eben Nitte. Gut, okay. Okay, ja, ich glaube den Rest. Mal eben schauen. Lasst uns nochmal ein paar Kameras durchswitchen. Oder sind die von innen jetzt rot, ne? Oh. Dieser Arm. Seht ihr das? Das passt jetzt eigentlich auch nicht mehr so richtig, ne? Das müsste dann aber auch der Trailer sein, oder? Verdammt. Gehen wir nochmal zu 3. Hier, das hier meine ich. Müsste der Trailer sein, oder? Eieiei. Trailer, ja. Ja, wenn wir das jetzt... Genau. Das hätte ich mir gedenkt. So. Dieser Übergang passt besser. Kappenleiste. Ja, nee, okay. Wonderful, wonderful. So, dann lass uns mal gucken. 12 Uhr, es sind noch nicht richtig viele Leute hier, ne? Ja, ist es denn die Möglichkeit? Die nächste Fahrt zum halben Preis. Also schnell eingestiegen und mitgefahren. Fanden die wohl nicht so gut, dass ich sie treten und flippen wollte. Dass, ne, die sind jetzt flippen sie aus und sagen, nee, kannst du nicht machen. Geht gar nicht. Ja, so, okay. Vielleicht wird's was, wenn wir die Musik einschalten. Möglicherweise. Lasst uns hier mal ein wenig herumorbitieren. Vielleicht ist 12 Uhr auch einfach noch viel zu früh. Auch möglich, ne? Hier ist ja kein Schwein. Ja, da hinten, aber... Leute, hier spielt die Musik. Ah, komm, dann, schalten wir hier nochmal wieder um. Auf rund 7 Uhr. Und dann schauen wir, was um die Zeit so los ist. Oh. So. Oh, hier so eine Lauflichtvariation reinmachen. Zack. Um das Ganze ein wenig crazy zu gestalten, nicht wahr? Und dann wollen wir mal hoffen, ein Mannequin, okay. Ist mir sowieso so ein Rätsel. Eigentlich müsste das Ding doch immer eine wisst, was ich meine, wie so ein Reißverschluss, oder nicht wie so ein Reißverschluss, wie so ein Fahrstuhl, erstmal runterfahren, damit die alle gefüllt sind. Die werden ja wohl kaum hier hochklettern. Oder muss ich da irgendwas... Kann man da eventuell... Ja, wenn ich jetzt was sehen könnte... Aber irgendwie sehe ich nichts. Ist auch so eine Sache. Gut, ich bin Blindfisch, zugegeben. Ja, aber trotzdem, das, ne? Ja, seht ihr, da sitzen jetzt zwei drin. Da sitzt auch eine. Oder sogar zwei.
Bravo, hey, yeah, buddy people, buddy people. Oder muss ich vielleicht... Hä? So, ne. Muss man vielleicht... den hier in so eine mittlere Position bringen? Lassen wir uns überraschen. Na toll. Jetzt hat er einen ganz zugemacht. Ja gut, okay, würde ich sagen, ist egal. Dann starten wir einfach mal den ersten Ride, die erste Fahrt. Ganz genau, so sieht's nämlich aus. So. Fangen wir gemütlich mit dem Hauptmotor an. Den wir ein wenig durch die Gegend drehen lassen. Dann wiederum schalten wir den Rotor dazu. Ja, hossa, hossa. Ist das hier ein Paternoster? Nee. Das ist ein ganz gemütlicher Aufzug. Von wem? Ja. So. Irgendjemand hatte mich doch darauf hingewiesen, ich hätte hier die Gondeln gebremst gehabt. Jetzt frage ich mich gerade, wie denn? Damit stelle ich ja eigentlich nur die Parkposition her. Aber eine explizite Bremse sehe ich hier gar nicht. Komisch. Very, very komisch. Oder wie ist das gemeint? Habt ihr eine Ahnung? Wisst ihr da genaueres? Mal gucken, ich werde den jetzt einfach mal hier auf volle Pulle bringen. Und dann schauen wir uns das an. Na, noch. Ja, doch, die hat einen Überschlag gemacht. Okay, also sie drehen sich auf jeden Fall. Sie schwingen auf jeden Fall frei und können sich überschlagen. Das, ja, definitiv. Was? Ich habe keine Effektgeräte. Oioioioi. Das geht ja mal gar nicht. Den da. Den da. Dann auf der anderen Seite. Den da. Und den da. Lautsprecher, diese. Jawohl, wunderbärchen. Wo kannst
gerade sagen, hier ohne Effekte geht doch mal gar nicht. Ich hatte mich schon gewundert, warum es nicht nebuliert, als ich auf die Taste gedrückt habe. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden nun die Fahrtrichtung ändern. Aber ich verrate nicht welche. Nämlich nur die vom Rotor. Die wir erst ausschalten. Und dann mit dem Hauptmotor gleichschalten werden. Ja. Und dann mal schauen, wie sich die Kickerflipperei ändert. Machen wir mal den. Ah ja, okay, die Dinger sind jetzt auf jeden Fall schneller. So viel ist sicher. Weil sie sich vermutlich, es scheint schneller, weil sie sich in die gleiche Richtung mitbewegen. So, folgendes, haha. Okay. Ja, es ist sehr leer, das Geschäft. Das ist echt schade. Apropos, wie lange... Ohohoho. Also, nee, nicht, dass ich irgendwie die Zeit immer aus den Augen verlieren würde. Nee. Das passiert von ganz allein. Ist das hier der Ausgang? Nee, das ist der Eingang, ne? Ist das hier der Ausgang? Oder schauen wir uns das Ganze von hier an? So komme ich nicht tief genug runter. Vielleicht müssen wir dafür etwas rauszoomen. Weiter geht's nicht. Na gut. Hoffen wir mal, dass wir so sehen können, wenn die drei Fahrgäste das Geschäft verlassen, ob sie es... Achso, verdammt. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Genau, das wollte ich. So, zack. Besonders viele Menschen stehen da ja jetzt nicht gerade an. Ist es... Warum? So. Ja. Okay, genau, jetzt sind sie offen. Da kommen welche raus. Nö. Schlecht geworden scheint keinem. Okay, einer ist drin. Zwei. Wieso stehen die beiden da vorne oder sind das unsere? Nee, und die? Also manchmal verstehe ich das nicht mit den, People Peeps hier. Wisst ihr, was ich meine? Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in der Zeit. Damit wir etwas mehr sehen. Aber tiefer komme ich hier mit meiner Kamera auch nicht. Ladies and Gentlemen, nicht zieren, einfach mal hier ausprobieren. Es ist ein Riesenspaß für Groß und Klein.
Steigen Sie doch bitte in unser Fahrgeschäft ein. Oh Gott. Da will ich auch nicht einsteigen. Ja, jetzt haben wir wieder das gleiche Spiel. Da sitzen zwei, da sitzen zwei. Und weiter. Wie kriegen wir die nächsten Gondeln voll? Ich probiere es jetzt nochmal mit diesem P. Aber das scheint offensichtlich auch keine allzu großen Auswirkungen zu haben. Probiere es nochmal hier. Dafür versuchen wir ein wenig mehr Licht. So. Aha. Aha, aha, aha. Nee, Moment. Habe ich jetzt das Gerät gestartet oder? Okay. Ich glaube. Ja, jetzt darf auch mal ruhig jemand kommen hier. Hereinspaziert, hereinspaziert. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Echt? Gerade hat einer hingekotzt, hat aber der Laser. Nee, ist klar. Voll die Hallus, ey. Genau, jetzt kommt natürlich niemand. Gut, dann machen wir nochmal wieder Folgendes. Ach, 11 Uhr, ja. Warum habe ich hier... Ah, jetzt habe ich Licht auf einmal, okay. Traut euch! Oder soll eure Freundin denken, ihr wärt ein Mädchen? Denn lesbisch ist sie nicht. Hier kommt einfach keine Partystimmung auf, habe ich so das Gefühl. Nicht so wirklich. Hereinspaziert, hereinspaziert. Dicke Luft zu Hause. Bei uns erleben Sie genau das Gegenteil. In 15 Minuten... In 15 Metern Höhe. Frische Luft und eine tolle Aussicht. Was? Was soll denn das? Steht am Kassenhäuschen auch gar niemand, ja? Mal eben schauen. Nope. Also entweder dieses Fahrgeschäft ist total crappy und keiner will mitfahren oder wir machen irgendetwas verkehrt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht was. Absolut keine Ahnung.
Schauen Sie rein, schauen Sie raus, gucken Sie hin, gucken Sie her, fliegen Sie mit Tetra Air. Ne, keine Chance. Die machen alle einen Bogen drumherum. Also das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare droppen, ob das bei euch beim Crazy Spin respektive Kickflip auch so ist. Weil jetzt gerade, wo ich einigermaßen, glaube ich, rausgefunden habe, wie wir das zumindest aus dem Betreiberstand regeln können. Keine Ahnung. Ne, würde ich sagen, ja. Fangen wir mal mit der Rotor an. Machen wir das aus dieser Perspektive. Da können wir uns wenigstens noch ein bisschen umschauen. So. Und werden den Hauptmotor mit dazu schalten. Genau. So werden die Leute lustig herumgewirbelt. Tada! Ja, los! Leute, Leute, seid keine... oh Mann, oh Mann. Na, ich weiß ja nicht. Irgendwie... stehe ich mit diesem Gerät auf Kriegsfuß? Kann das sein? Wie ist das bei euch? Wie läuft der Laden da? Hey, Moment. Ja, das steht für nur eine Frau oder so, ne? Ja, super. Eine geeinzigte. Button, button. Genau, was mich interessieren würde, ist, das schaue ich jetzt mal direkt, wir machen mal den hier. Okay, okay, abzieht euch, wir halten Vorsicht ein, wir landen mal. So, und jetzt will ich nämlich, was? Die sind gar nicht richtig verriegelt gewesen? Was ist, wenn ich jetzt... passiert gar nichts. Gibt es diesen Schalter denn nur hier bei den Steuerungen? Weil ich sehe hier... Na eben. Aha. Ah doch. Ach so, wenn ich den also auf Off darstelle. Oder wie? Ich bin verwirrt. Merkt ihr, ne? Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich davon halten soll.
auch dass die Leute einfach nicht einsteigen wollen, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja, dass es mal länger dauert, okay, aber... Jetzt haben wir ihn da so stehen, ja, ist auch schön. Ja, er macht mich fertig, echt. So. Schauen wir uns das Ganze nochmal hier an. Du darfst jetzt auch gerne landen. Hallo. Kickflip-Gerät. Mach mich doch nicht so fertig. Ah, da kommen Passagiere, oder? Ja, da kommen welche. Und werden die auch freigelassen? Tatsächlich. Ne, genau, was? Lauf mal durch mich durch. Das ist klar, kein Problem. Ja, also da sitzen welche. Und da steht tatsächlich jemand. Okay. Wenn ich jetzt diesen Trick nochmal probiere. Den geschlossen. Vorhin sind die doch weitergefahren. Wieso macht er das jetzt nicht mehr? Hä? Aha. Ist eigentlich nur das Horn oder was? Man steht auch Horn drauf, aber... Naja. Ich werde aus diesem Gerät nicht schlau. Es ist auch definitiv nicht mein Lieblingsgerät. Das muss ich einfach mal an dieser Stelle auch dazu sagen. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir Virtual Rides 3 für heute. Falls ihr da Ideen, Tipps und Tricks für mich habt, dürft ihr mir die natürlich liebend gerne in die Kommentare schmeißen. Einfach rein damit mit euren Tipps, Tricks, Vorschlägen, Kommentaren. Und ihr wisst ja, ich freue mich über jedes Like, über jedes Dislike, über jedes Abo. Und natürlich freue ich mich, dass du heute wieder dabei warst. Freut mich ganz besonders. Und ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei sein wirst, wenn es heißt, das Spiel verwirrt mich. Was soll ich tun? Schaut mir auch beim nächsten Mal beim Scheitern zu. Und bis dahin, habt eine geile Zeit und haltet die Ohren steif. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute! Yeah.